Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg am Samstag um 14 Uhr. Wir haben bisher knapp 400 Karten an Eintracht-Fans vergeben. Der Ticketverkauf über den Online-Shop des MSV Duisburg läuft noch bis Samstag, bis vor dem Anpfiff. Also über alle, die sich da kurzfristig noch Lust haben, uns zu begleiten, freuen wir uns natürlich sehr. Und die können dann da ihre Tickets noch erwerben. Eine Tageskasse vor Ort wird es nicht geben. Und die Stadionöffnung ist um 12 Uhr, also 2 Stunden vor Spielbeginn. Ja, Michael, es geht Schlag auf Schlag. Gestern das NFV-Pokalspiel in Hildesheim, übermorgen geht es nach Duisburg. Wie froh seid ihr, dass es direkt weitergeht und habt ihr das Spiel von gestern Abend mit dem heutigen Training und der heutigen Analyse dann auch abgehakt? Jo, auf jeden Fall. Hallo erstmal, dass wir es dann auch abgehakt haben. Ich denke, heute ziert es natürlich schon noch drin, weil wir, wie ich es auch immer gesagt habe, dass wir zwei Möglichkeiten für das DFB-Pokalspiel für die erste Runde offen halten wollten und dass wir da gestern rausgeflogen sind. Ist bitter. Man hatten viele Chancen, hatten Elfmeter nicht getroffen, hätten noch sonstige in den 90 Minuten, glaube ich, Elfmeter bekommen müssen und der Gegner, wie es halt so ist in so einem Pokalspiel, wenn der kleine Gegner einen größeren spielt, dass er vielleicht die 2 Chancen, die er hatte, dann auch macht, fliegen rein. Ja, ich denke aber, das ist schön, dass es gleich weitergeht, wobei jetzt gestern auch nicht so viel von der Mannschaft gespielt haben, die dann am Samstag auflaufen, die gespielt haben, die werden gut regenerieren, die werden am Samstag auch wieder auf Vollgas gehen können. Wir freuen uns auf das Spiel in Duisburg. Ich denke, wir treffen schon auf einen guten Gegner, der jetzt auch schon auch einige Punkte hat, ja, aber trotzdem die letzten 4-5 Spiele auch nicht so viele geholt hat und ich glaube auch nicht überragende Selbstvertrauen hat. Aber wir wissen, was wir können, wir schauen auf uns, wir wollen auch jetzt wieder einen Dreier holen und das ist die Marschroute, was wir vorgeben. Damit hast du die zweite Frage fast schon vorweggenommen. Was für eine Begegnung erwartest du und worauf wird es in Duisburg ankommen? Ja, Duisburg erstmal, da ist wahrscheinlich auch viel Zuschauer von Duisburger Seite da sind. Wir hoffen, dass wir unsere Karten noch von Zweck bekommen, dass dann auch wieder eine gute Stimmung auch von unserer Seite da ist, wo wir im Rücken haben. Wir treffen schon auch auf eine individuell gute Mannschaft dann mit 2 guten Außenbahnspielern, Stoppelkamp, Koya Pusch vorne drin, Orhan Ademi, der ja hier auch schon ein paar Jahre da war. Buadus, trotzdem auch ein läuferisch gutes Mittelfeld mit Marlon Frey, mit Bakalorz und ja, hinten stabile Defensive. Haben jetzt auch immer nicht so diese Spiele, wo sie verloren haben, nicht klar verloren, war dann auch knapp. Haben das letzte Heimspiel gewonnen und von dem her müssen wir alle Antennen raustun, um ja, da erfolgreich zu sein. Dann schauen wir nochmal aufs Personal, wie immer zum Abschluss. Wie sieht es da aus und wie ist vielleicht auch der Stand bei Ihorst, Giert und Basti Müller? Basti Müller ist noch weiter weg. Wir sind aber im Soll, ist im Laufeinheit, hat auch schon kürzere Sachen gemacht. Bei Luke Ihorst ja, geht es gut voran, freuen wir uns auch drauf. Machen wir vielleicht diese Woche noch oder am Sonntag den Abschlusstest oder morgen. Vielleicht ist das sogar eine Option für Samstag. Benny Gürt ist auch schon ganz, ganz weit, hat auch schon jetzt mit der Mannschaft trainiert. Klar haben wir jetzt nicht die intensiven Einheiten wie in keiner englischen Woche, aber da sieht es auch gut aus, dass der die nächsten 1, 2, 3 Spiele zum Kader dazustoßt. Und dann haben wir schon mal mehr Optionen vorne wieder und da freuen wir uns drauf. Das hört sich gut an. Dann vielen Dank, Michael, bis hierhin und ich eröffne die Fragerunde. Daniel Mauch von der Braunschweiger Zeitung. Ja, hallo, erstmal, dann würde ich gleich mal bei den personellen Sachen anknüpfen. Das sind ja gute Nachrichten. Wie schaut es bei Henning aus? Der hat ja jetzt, wurde eingewechselt im Ligaspiel, jetzt von Anfang an gespielt. In welchem Zustand ist er? Ist er jetzt vielleicht auch für die Liga Kandidat für die Startelf? Ich denke, er wird brennen, ob er Kandidat ist, ja, hat gestern, oder gestern, ja, war es so, aber letzte Woche, wo er reingekommen ist, war doch ganz ordentlich, wo er gespielt hat, ist auf jeden Fall eine Option, will spielen, ja, Jari Oti, Kobi, die können auch auf der Position spielen, Jermaine Konsbruch, der gestern auch noch einer der Auffälligen war im Pokalspiel, ist auch eine weitere Option und von dem her haben wir
ist ja auch schön, wenn man da wieder, wenn sie sich ranarbeiten. Danke. Vielleicht auch nochmal Philipp Strumpf. Welchen Eindruck hat er gemacht? Er hat ja jetzt auch das erste Mal von Anfang an gespielt in einem Pflichtspiel. War in Ordnung, das Spiel. Ich bin auch immer, es muss nicht alles am ersten Spieltag oder mit einem neuen Kollegen an seiner Seite dann auch. Klar hat er letzte Woche schon einen Kurzeinsatz gehabt, hier im Heimspiel dann auch in der dritten Liga. Gestern hat er sein Debüt dann auch gegeben. Muss nicht immer alles gleich von Anfang an top laufen. Es ist gut, wenn man sich dann auch reinarbeitet, wenn man Schritt für Schritt dann macht. Aber man hat auch gesehen, dass er einen guten linken Fuß hat, dass er auch eine gewisse Körpergröße hat, was ich schon immer gesagt habe. Der muss sich noch mehr an unsere Spielphilosophie dann auch gewöhnen. Und das wird dann aber auch mit den Spielen, wenn er die sauber liest oder in den Videos dann jetzt, weil wir nicht so viel trainieren können, wenn er da sehr aufmerksam ist, werden wir ihm natürlich auch das Ganze zeigen und dann hoffen wir, dass er ja schneller, noch schneller an die 13, 14 auf jeden Fall ranrückt und dann vielleicht auch mal gleich eine Option sein kann. Wobei wir stabile Defensive haben, wir haben da Erfahrung auch drin und sind jetzt nicht da im Zugzwang irgendetwas ändern zu müssen. Ist noch weitere Nachfragen? Mache ich aber weiter. Jetzt habt ihr in der Liga eigentlich immer noch eine gute Serie ungeschlagen, seit 5 Spielen, glaube ich, ungeschlagen in der Liga. Jetzt natürlich das Aus im Pokal, 2 Heimspiele in Folge und nur in Anführungsstrichen unentschieden gespielt. Hast du so ein bisschen die Befürchtung, dass das eine Situation sein könnte, wo dieser gute Lauf, diese gute Tendenz kippen könnte und was kann man dagegen machen? Ja, was man dagegen machen kann, ist, dass wir das Spiel von Anfang an natürlich so gestalten wollen, wie wir es vorgeben dann auch, dass wir auch heiß sind, dass wir konzentriert sind, spielen auswärts. Ich glaube, da ist unsere Bilanz jetzt gar nicht so schlecht. Es ist auch so, nächster Punkt ist, dass auch eine andere Startformation auf dem Platz stehen wird und ja, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich denke, ich weiß, was wir am Samstag wollen, ich weiß, was die Mannschaft will und ich denke, das werden wir dann nachher auch draußen als Zuschauer oder dann auch hinterm TV sehen und erkennen. Eine letzte habe ich noch. Zu Duisburg hast du ja auch schon ein bisschen was gesagt, aber und du hast den Spieler auch schon angesprochen, Orhan Ademi. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, da meinte er, er hat auch eine besondere Beziehung zu dir. Also ihr hättet auch immer noch so ein bisschen Kontakt. Was zeichnet ihn aus und vielleicht, wie kann man ihn auch stoppen? Er hat ja nun, die Saison spielt er auch ganz gut. Ja. Ja, in der Tat, wir haben noch Kontakt. Ich denke, dass er bei mir auch, wo er in Würzburg gespielt hat, auch eine seiner guten Saisons gehabt hat. Er hat dann 10, 12 Tore gemacht, auch plus Pokaltore. Ist ein geerdeter Junge, kommt jetzt wahrscheinlich nicht über den Konter, ist ein klarer Boxspieler dann auch, kann aber dann auch ein Spiel von der 10 her weggestalten und das Spiel mal langsam machen oder schnell machen auch, aber was er natürlich Portal hat, ist im 16er dann auch oder als Anspieler dann auch den Ball abschoben, obwohl er so den Kraftraum, glaube ich, nie gesehen hat oder nicht oft gesehen hat von innen, sondern nur vom Vorbeigehen, aber hat dann trotzdem eine gute Körperstabilität und wie gesagt, kann den Ball gut abschoben und er weiß dann schon auch durch sein Eindrehen oder Einwickeln des Gegners, wie er dann zum Abschluss kommt und da müssen wir aufpassen, dass wir das dann auch wegnehmen, aber nicht nur jetzt da bei Orhan, sondern auch schon in der Entstehung dann das Ganze auch wegnehmen. Das sieht noch nach einer Nachfrage aus. Genau. Meinst du, er ist besonders motiviert gegen euch oder ist das vielleicht auch so eine Frage letztlich überschätzt, weil die Spieler immer motiviert sind? Ja, generell hoffe ich von meinen Spielern, dass sie immer motiviert sind, aber mal, ich glaube jetzt, vielleicht wegen mir, weiß nicht, aber ich glaube ja auch, weil er gegen Braunschweig halt spielt, weil die letzte oder das letzte Dasein, wo er hier war, vielleicht nicht ganz so gut für ihn gelaufen ist und von dem her wird er schon motiviert sein, aber zusätzliche Motivation kann vielleicht auch ein bisschen einschränken
oder übermotiviert, wenn man übermotiviert ist, so. Warten wir mal ab. Gibt's weitere Fragen? Das sieht nicht mehr so aus. Dann vielen Dank und für die Kollegen, die uns nach Duisburg begleiten, eine gute Anreise. Bis Samstag.